Egzamin maturalny z języka niemieckiego. Poziom podstawowy. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Meine Wohnung ist schon ziemlich alt. Deshalb möchte ich sie jetzt modernisieren und neu einrichten. Bevor ich aber mit einer Renovierungsfirma spreche, möchte ich alles genau planen, am liebsten selbst. Wenn du deine Wohnung selbst neu einrichten willst, kannst du für die Planung kostenlose Demo-Programme aus dem Internet herunterladen. Sie helfen dir, alle Zimmer perfekt zu planen. Die sind echt gut. Du kannst schon am Bildschirm sehen, wie deine Räume nach der Renovierung aussehen werden. Welche Software würdest du mir empfehlen? Ich kann dir den Wohnraumplaner Mein Heim 3D empfehlen, denn ich habe ihn selbst ausprobiert und war sehr zufrieden. Mit diesem Programm arrangierst du deine Zimmer ohne Probleme neu. Und wie funktioniert das? Zuerst scannst du den Grundriss deiner Wohnung und lädst ihn hoch dann kannst du in dem Programm mit Möbeln experimentieren. Du kannst dir virtuell in 3D die neue Einrichtung der Wohnung ansehen und ausprobieren, welche Möbel hineinpassen und welche nicht. Na gut, da bleibt nur die Frage, ob ich dieses Programm auch bedienen kann. Mein Heim 3D ist einfach. Man braucht keine Spezialkenntnisse im Computerbereich zu haben. Ich habe verschiedene Programme ausprobiert. Und die Arbeit mit Meinheim 3D war am leichtesten und hat mir am meisten Spaß gemacht. Toll! Und ist dieses Programm kostenlos? Ja, aber nur vier Wochen lang. So lange kann man es in einer demo testen. Danach muss man bezahlen. Leider ist die Vollversion des Programms sehr teuer. Meine Wohnung ist schon ziemlich alt. Deshalb möchte ich sie jetzt modernisieren und neu einrichten. Bevor ich aber mit einer Renovierungsfirma spreche, möchte ich alles genau planen, am liebsten selbst. Wenn du deine Wohnung selbst neu einrichten willst, kannst du für die Planung kostenlose Demo-Programme aus dem Internet herunterladen. Sie helfen dir, alle Zimmer perfekt zu planen. Die sind echt gut. Du kannst schon am Bildschirm sehen, wie deine Räume nach der Renovierung aussehen werden. Welche Software würdest du mir empfehlen? Ich kann dir den Wohnraumplaner Mein Heim 3D empfehlen, denn ich habe ihn selbst ausprobiert und war sehr zufrieden. Mit diesem Programm arrangierst du deine Zimmer ohne Probleme neu. Und wie funktioniert das? Zuerst scannst du den Grundriss deiner Wohnung und lädst ihn hoch dann kannst du in dem Programm mit Möbeln experimentieren. Du kannst dir virtuell in 3D die neue Einrichtung der Wohnung ansehen und ausprobieren, welche Möbel hineinpassen und welche nicht. Na gut, da bleibt nur die Frage, ob ich dieses Programm auch bedienen kann. Mein Heim 3D ist einfach. Man braucht keine Spezialkenntnisse im Computerbereich zu haben. Ich habe verschiedene Programme ausprobiert. Und die Arbeit mit Meinheim 3D war am leichtesten und hat mir am meisten Spaß gemacht. Toll. Und ist dieses Programm kostenlos? Ja, aber nur vier Wochen lang. So lange kann man es in einer Demo-Version testen. Danach muss man bezahlen. Leider ist die Vollversion des Programms sehr teuer. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Nummer 1 Probleme beim Kofferpacken kennt wohl jeder. Kein Koffer scheint groß genug zu sein. Wollen Sie mehr Platz im Koffer haben? Dann packen Sie zuerst Jeans und Schuhe, weil diese am schwersten sind. Socken können Sie in die Schuhe stecken. Erst dann sollten Sie die übrige Kleidung verteilen. Die Lücken lassen sich mit kleinen Sachen ausfüllen, zum Beispiel mit Ihrer Strandkleidung. Das schicke Hemd oder Kleid für den Abend sollten Sie am Ende einpacken, am besten hinter das Netz des Koffers. Nummer 2. Sehr geehrte Fluggäste, haben Sie Größe und Gewicht Ihres Handgepäcks kontrolliert? Es darf nicht zu groß und schwer sein. Alle Reise- und Ausweisdokumente, Versicherungsunterlagen, Brillen, auch Sonnenbrillen, oder Kontaktlinsen sollten Sie beim Flug immer bei sich haben, genauso wie Schmuck oder einen teuren Laptop. Getränke dürfen Sie nicht mit ins Flugzeug nehmen. Nummer 3. Hallo, hier Sonja. Ich bin heute von Mallorca zurückgekommen. Ich war in Palma. Und ich wusste nicht, dass die Stadt so groß ist. Es war einfach schrecklich. Überall waren zu viele Touristen. Alle Plätze waren überfüllt. In den Restaurants musste ich immer lange auf mein Essen warten. Und alles war viel zu teuer, auch in den Geschäften. Und dann war auch noch kurz vor dem Rückflug mein Handgepäck weg. Wollen wir uns morgen treffen? Dann erzähle ich dir alles. Nummer 4. Ich fahre im Urlaub viel Rad und mag es, wenn alles gut vorbereitet ist. Dieses Jahr habe ich Mallorca besucht. Ich habe vorher eine Fahrradkarte von der Insel bestellt und meine Touren und Übernachtungen geplant. Mit dem Transport meines Fahrrads nach Mallorca hatte ich kein Problem, denn ich habe mein Sportgepäck bei meiner Fluglinie kostenlos als Zusatzgepäck aufgegeben. Wir raz. Nummer 1 Probleme beim Kofferpacken kennt wohl jeder. Kein Koffer scheint groß genug zu sein. Wollen Sie mehr Platz im Koffer haben? Dann packen Sie zuerst Jeans und Schuhe, weil diese am schwersten sind. Socken können Sie in die Schuhe stecken. Erst dann sollten Sie die übrige Kleidung verteilen. Die Lücken lassen sich mit kleinen Sachen ausfüllen, zum Beispiel mit Ihrer Strandkleidung. Das schicke Hemd oder Kleid für den Abend sollten Sie am Ende einpacken, am besten hinter das Netz des Koffers. Nummer 2. Sehr geehrte Fluggäste, haben Sie Größe und Gewicht Ihres Handgepäcks kontrolliert? Es darf nicht zu groß und schwer sein. Alle Reise- und Ausweisdokumente, Versicherungsunterlagen, Brillen, auch Sonnenbrillen oder Kontaktlinsen sollten Sie beim Flug immer bei sich haben, genauso wie Schmuck oder einen teuren Laptop. Getränke dürfen Sie nicht mit ins Flugzeug nehmen. Nummer 3. Hallo, hier Sonja. Ich bin heute von Mallorca zurückgekommen. Ich war in Palma. Und ich wusste nicht, dass die Stadt so groß ist. Es war einfach schrecklich. Überall waren zu viele Touristen. Alle Plätze waren überfüllt. In den Restaurants musste ich immer lange auf mein Essen warten. Und alles war viel zu teuer, auch in den Geschäften. Und dann war auch noch kurz vor dem Rückflug mein Handgepäck weg. Wollen wir uns morgen treffen? Dann erzähle ich dir alles. Nummer 4 Ich fahre im Urlaub viel Rad und mag es, wenn alles gut vorbereitet ist. Dieses Jahr habe ich Mallorca besucht. Ich habe vorher eine Fahrradkarte von der Insel bestellt und meine Touren und Übernachtungen geplant. Mit dem Transport meines Fahrrads nach Mallorca hatte ich kein Problem, denn ich habe mein Sportgepäck bei meiner Fluglinie kostenlos als Zusatzgepäck aufgegeben. Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Text Herr Nowitzki, Sie haben gerade ein wichtiges Spiel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Wie fühlen Sie sich? Vielen Dank. Ich bin total glücklich. Das war ein fantastisches Spiel. Sie sehen ja selbst, viele Zuschauer sind noch auf ihren Plätzen. Sie rufen die Namen der Spieler und halten die Schals unserer Mannschaft in den Händen. Die Stimmung hier in der Halle ist einfach toll. Aber jetzt muss ich gehen. Die Jungs warten im Bus auf mich. Noch einmal herzlichen Glückwunsch und wir geben wieder zurück zu den Kollegen im Studio. Herr Nowitzki, Sie haben gerade ein wichtiges Spiel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Wie fühlen Sie sich? Vielen Dank, ich bin total glücklich. Das war ein fantastisches Spiel. Sie sehen ja selbst. Viele Zuschauer sind noch auf ihren Plätzen. Sie rufen die Namen der Spieler und halten die Schals unserer Mannschaft in den Händen. Die Stimmung hier in der Halle ist einfach toll. Aber jetzt muss ich gehen. Die Jungs warten im Bus auf mich. Noch einmal herzlichen Glückwunsch und wir geben wieder zurück zu den Kollegen im Studio. Text alle mal zuhören bitte. Ich habe ein paar Informationen von unserem Klassenlehrer. Der liegt mit Grippe im Bett, hat mir aber eine Mail geschickt. Er schreibt, dass der geplante Museumsbesuch am Freitag nicht stattfindet, denn der Museumsführer ist auch krank. Herr Frank bittet uns außerdem, unseren Eltern zu sagen, dass sie zum nächsten Elternabend das Geld für die Klassenfahrt nach Berlin mitbringen sollen. So, und jetzt zum Tag der offenen Tür. Unsere Klasse soll den Informationsstand organisieren. Der Direktor möchte, dass wir Schüler das Ganze selbst planen. Wir können also kreativ sein. Hat jemand einen Vorschlag? Alle mal zuhören bitte. Ich habe ein paar Informationen von unserem Klassenlehrer. Der liegt mit Grippe im Bett, hat mir aber eine Mail geschickt. Er schreibt, dass der geplante Museumsbesuch am Freitag nicht stattfindet, denn der Museumsführer ist auch krank. Herr Frank bittet uns außerdem, unseren Eltern zu sagen, dass sie zum nächsten Elternabend das Geld für die Klassenfahrt nach Berlin mitbringen sollen. So, und jetzt zum Tag der offenen Tür. Unsere Klasse soll den Informationsstand organisieren. Der Direktor möchte, dass wir Schüler das Ganze selbst planen. Wir können also kreativ sein. Hat jemand einen Vorschlag? Text 3. Michael, woher kommt dein Interesse für Autos? Das verdanke ich meinem Vater. Er war Mechaniker und hatte eine kleine Werkstatt. Ich half ihm oft bei Reparaturen, was mir sehr gefiel. Nach dem Realschulabschluss habe ich dann eine Ausbildung zum Automechaniker gemacht. Ich weiß, dass Mechaniker kein Modeberuf ist und dass ein Mechaniker nur wenig Geld für seine Arbeit bekommt. Aber das ist auch nicht das Wichtigste für mich. Ich habe viel Freude dabei. Michael, woher kommt dein Interesse für Autos? Das verdanke ich meinem Vater. Er war Mechaniker und hatte eine kleine Werkstatt. Ich half ihm oft bei Reparaturen, was mir sehr gefiel. Nach dem Realschulabschluss habe ich dann eine Ausbildung zum Automechaniker gemacht. Ich weiß, dass Mechaniker kein Modeberuf ist und dass ein Mechaniker nur wenig Geld für seine Arbeit bekommt. Aber das ist auch nicht das Wichtigste für mich. Ich habe viel Freude dabei. Text Schwarte. Und hier noch einige regionale Kulturinformationen. Am nächsten Samstag findet um 18.30 Uhr im Bonner Kulturzentrum ein Konzert statt. Neun Bonner Musiker präsentieren ihre Werke. Der Eintritt ist frei. Nach dem Konzert findet ein Treffen mit den Musikern statt. Die CDs der Musiker kann man im Foyer des Kulturzentrums für 7 Euro kaufen oder jetzt bei uns gewinnen. Die ersten drei Anrufer bekommen je ein Exemplar. Und hier noch einige regionale Kulturinformationen. Am nächsten Samstag findet um 18.30 Uhr im Bonner Kulturzentrum ein Konzert statt. Neun Bonner Musiker präsentieren ihre Werke. Der Eintritt ist frei. Nach dem Konzert findet ein Treffen mit den Musikern statt. Die CDs der Musiker kann man im Foyer des Kulturzentrums für 7 Euro kaufen oder jetzt bei uns gewinnen. Die ersten drei Anrufer bekommen je ein Exemplar. Text Pionte. Hauptsache praktisch und kurz. Diese Kriterien sind heutzutage für eine Männerfrisur nicht im Trend. Für junge Männer ist die Frisur momentan genauso wichtig wie für Frauen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage. Die Mehrheit der jungen Männer sagt, der Haarschnitt hat für mich große Bedeutung. Er muss modisch sein und mir gefallen. <laughs> Hauptsache praktisch und kurz. Diese Kriterien sind heutzutage für eine Männerfrisur nicht im Trend. Für junge Männer ist die Frisur momentan genauso wichtig wie für Frauen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage. Die Mehrheit der jungen Männer sagt, der Haarschnitt hat für mich große Bedeutung. Er muss modisch sein und mir gefallen. schuste Andreas hast du schon gehört, dass Google ein Auto produziert hat? Das finde ich interessant. Es kann zum Beispiel allein parken. monika, das ist doch nichts Neues. Mein Vater hat schon seit einem jahr ein Auto das allein parken kann. Es kann in Notsituationen auch automatisch bremsen. Ja ja, das weiß ich doch aber das Google auto kann sogar auf der Autobahn ohne Hilfe eines Menschen fahren. Das ist einfach toll Nicht schlecht. Das kann das Auto meines Vaters nicht. Andreas, hast du schon gehört, dass Google ein Auto produziert hat? Das finde ich interessant. Es kann zum Beispiel allein parken. Monika, das ist doch nichts Neues. Mein Vater hat schon seit einem Jahr ein Auto, das allein parken kann. Es kann in Notsituationen auch automatisch bremsen. Ja, ja, das weiß ich doch. Aber das Google-Auto kann sogar auf der Autobahn ohne Hilfe eines Menschen fahren. Das ist einfach toll. Nicht schlecht. Das kann das Auto meines Vaters nicht.